Seid gegrüßt, meine lieben Zelda-Fans, zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Schrein hier gemeistert, nur haben wir die eine Kiste nicht rausziehen können, wo die ich mit dem Stasis-Modul ein komisches Viereck in der Wand entdeckt habe. Mir ist im Nachhinein so aufgefallen, ich habe doch gar nicht das Magnetmodul da an dem komischen Fleck da ausprobiert. Also werden wir jetzt in diesen Schrein nochmal reingehen und mal schauen, ob diese komische Aussparung in der Wand auch mit dem Magnetmodul rauszuziehen geht, anstatt es mit dem Stasis-Modul reinzuprügeln, wie ich es probiert habe. Anschließend, ich habe das Pferderennen nochmal gemacht, nachdem ich das Let's Play beendet habe vorhin, und habe es diesmal geschafft, nur ganz knapp über 1,15. Ich habe, glaube ich, 1,20 gebraucht, 1 Minute 20, habe somit das Sattelzaumzeug bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier irgendwo im Inventar sieht. Wir können ja mal fix nachschauen. Ja, es ist aber auch, wie gesagt, nur dieses komische Zaumzeug. Sieht man das? Ja, hier habe ich es. Genau, Schmuckzaumzeug. Dieses auffallend ornamierte Zaumzeug wird für Festakte verwendet. Besonders die Federn hinterlassen Eindruck, genau das Richtige, um dein Pferd in Szene zu setzen. Ja, das habe ich da rausgeholt. Wir können ja dann anschließend noch vielleicht nochmal probieren, den seine Zeit zu knacken, die 1 Minute 15, was wir da noch rausbekommen. Aber erst einmal begeben wir uns in diesen Schrein. Und nur nach einem klitzekleinen Intro befinden wir uns auch schon drin. Gut, neue Wege, da wollen wir es mal anpacken. Geht es ja mehr oder weniger nur noch um diese eine Kiste. Wir brauchen hier nichts weitermachen, der Schrein ist ja easy. Wie ihr euch das ja in der letzten Folge schon ansehen konntet, an die Truhe. Übrigens hat mir ein Kumpel erzählt, also er ist nicht auf die Idee gekommen, dass man dieses Tor hier abnehmen kann. Also man muss diese drei Wände hier, also diese drei Blöcke sprengen, dann kann man sich diese Wand hier, den linken Teil einfach nehmen und als Brücke verwenden. Ein Kumpel ist absolut nicht da auf die Idee gekommen, beziehungsweise hat das scheinbar nicht gesehen. Er hat sich wirklich die Mühe gemacht und das mit diesen Blöcken da oben, genau mit diesen Blöcken, hat er sich die Arbeit gemacht und hat die Magnetkiste quasi da oben als, als Anschubser benutzt und hat mit der Magnetkiste diese ganzen Blöcke hin und her bewegt, weil die kann man ja manuell nicht schieben. Hat die bis hierher bewegt, ein Block nach dem anderen, hier die Treppe hochgewuchtet. So, ein paar hat er sich hier unten hingelegt und dann von hier oben aus die restlichen Blöcke drüber geschoben. Also quasi, dass hier eine Brücke entsteht und bis dann darüber. Und das Ganze hat er nochmal, fragt mich nicht, wie er das angestellt hat, das Ganze hat er auch nochmal mit dieser Situation gemacht, hat hier nochmal unten die Blöcke hingestellt, von hier aus hier oben hat er die Blöcke hierher gewuchtet, über die Brücke, die er sich ja hier gebaut hatte, und hat die Blöcke hier rangeschoben, dass er hier auf einem Felsen oder auf zwei Felsen draufspringen konnte, damit er da hochkommt. Er ist wirklich nicht auf die Idee gekommen, sich das linke Tor hier rauszunehmen, das dort. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin hier drinne wegen der Kiste und es geht wirklich, ja, wie ich es vermutet habe. Ach, man kann sogar den Block, könnte man auch nehmen und sich den hier hinsetzen. Genau. Und dann nimmt man sich ein paar Blöcke von denen, schiebt die sich hier drüber als Brücke. Also man tut den Block erstmal, den hier rüber. Genau, schiebt die anderen Steinblöcke hier drüber auf diese Brücke. Dann schiebt man den Magnetblock hier, wo ich ihn jetzt gerade habe. Und dann schiebt man sich diese Steinblöcke bis hier drauf und so kommt man auch da hoch. Also es gibt mehrere Wege, den Schrein zu packen, aber der einfachste ist wirklich, sich das linke Tor dort rauszunehmen, indem man die Bomben da wegsprengt. So, mal schauen, was hier drin ist. Goldener Rubin, 300 Rubine wert. Okay, das, ja, sagt man nicht nee, ne? Ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, aber 300 Rubine haben oder nicht haben. Okay, jetzt können wir uns ja hier rausporten. Wir haben alle Truhen. Ich denke, teleportieren reicht vollkommen aus. Ja, das sollte ausreichen. Wir haben nochmal die Bewährung holen, brauchen wir jetzt ja nicht. Und dann hätten wir diesen Schrein komplett gemeistert. Also die Truhe, muss ich sagen, war bis jetzt die am besten versteckteste Truhe überhaupt. Also die war richtig, richtig geil versteckt. Ohne das Stasis-Modul oder das Magnetmodul anzumachen, findet man das absolut nicht. Bloß gut, dass ich diesen Truhensensor hatte, dass ich auch genau wusste, dass die dort ist. So, jetzt können wir anschließend nochmal versuchen, das Pferderennen zu machen. Ich habe es übrigens mit einem anderen Pferd gemacht. Mit dem... Hä? Da hat noch eine Quest.
Perosa, ich habe dich gesehen. Du hast die Banditen vertrieben, die sich in dieser Ebene herumgetrieben hatten. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Die Banditen der Prärie? Hier bitte, das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Fit-Karotte. Wenn du dein Pferd gibst, wird es sich freuen. Pferde sind ganz verrückt danach. Ah, okay. Die Banditen der Prärie. Habe ich ja jetzt geschafft, ne? Ja, geschafft. Okay. Zum Beispiel Sache mit den riesigen Pferden. Was? Mit den riesigen Pferden? Oder wie man Pferde wiederbeleben kann? Na los, frag nur. Riesige Pferde? Westlich von hier liegt das Taubab-Grasland. Dort leben riesige Pferde. Wirklich riesige Pferde. Willst du noch was wissen? Pferde beleben? Ja, das weiß ich ja aus dem Pferdeschrein, den wir in der letzten Folge entdeckt hatten. Riesige Pferde soll es ausgeben. Also ich habe es nicht mit Ebona gemacht. Ist wahrscheinlich mit Ebona auch möglich. Ich habe es mit meinem allerersten Gaul gemacht, der nur 2 Sterne auf alles hat. Also 2 Tempo, 2 Ausdauer und 2 Kraft. Ich würde sagen, wir starten einfach das Rennen erneut. Wo ist denn der Typ überhaupt, der uns das Rennen hier... Der ist natürlich drinnen, ne? Wenn es regnet, ist er drinnen. Ich glaube, reinreiten kann ich nicht. Nee. Okay, können wir das Pferderennen erst einmal nicht machen. Naja, nichtsdestotrotz wollte ich dieses Land hier nochmal, weil westlich von hier sagte er, dieses Taubab. Was für ein Land? Oh. Was für ein Land meint der jetzt? Ich sehe es nicht. Taubab oder irgend sowas hat er gesagt, oder? Hm. Prärie von Firone? Und. Aber. Ah, hier ist es, Taubab Grasland. Hier soll es Riesenpferde geben. Okay, wollen wir da mal hinreiten? Das ist aber relativ weit weg. Muss ich über den Fluss? Oder wir reiten da lang, genau. Wir reiten mal dahin. Riesige Pferde, das Mut, ja. Den muss ich jetzt mal auf die Schliche gehen hier. Riesige Pferde. So, wir müssen ja dann über... diese Brücke hier. Also müssen wir den Weg einfach weiter folgen. Den Weg einfach weiter folgen. Und schon kommen wir theoretisch zu... Ah, das Pferd lenkt ja automatisch. Ah, der hätte sich auch Epona nehmen können. Naja, egal. Es bleibt echt automatisch auf dem Weg. Das ist geil. Wächtermusik? Ist hier irgendwo ein Wächter? Nö. Ich muss ja übrigens immer noch einen fliegenden Wächter fotografieren und einen... Wächterläufer. Damit wir... Ach, hier war dieser Stalinox, genau. Der mir ja in der vorletzten oder vorletzten Folge entkommen ist. Weil gerade die Sonne aufging. Bis 5 Uhr. Ich hatte ihn so gut wie tot. Er hatte keine HP mehr. Er war eigentlich schon am Sterben. Und mit einmal ist es 5 Uhr und 5 Minuten. Und schon war er verschwunden. Oh Mann, war das ärgerlich. Ja, erstmal hier die Viecher überrennen. Das Geflügel lassen wir liegen, würde ich jetzt mal sagen. Dieses komische Land. Ja, da müssen wir Taubab Hochland oder was weiß ich was, das Grasland. So, da hinten sitzt die Alte irgendwo, die diese Quest hat, die uns ja diese Kugel noch nicht rausgeben will. Erst wenn wir alle Wächter gezeigt haben. Was ist das? 2 NPCs. Ritterschützenübungslager. Wie? Halt doch mal an. Jetzt. Was seid ihr für welche? Sei gegrüßt. Hier kommt nicht alle Tage jemand vorbei. Deswegen bietet sich die Gegend auch an, um ungestört Tiere zu erforschen. Außerdem soll es hier riesige Pferde geben, die sonst nirgends vorkommen. Und dieser Sache gehen wir natürlich nach. Riesige Pferde? Hier sollen riesige Pferde gesichtet worden sein. Gut möglich, dass es diese Spezies nur in diesem Gebiet gibt. Allerdings wimmelt es hier auch von Monstern und wir kommen einfach nicht weiter mit unserer Forschung. Monster? Oh ja, da war sogar ein Monster, das wie ein Pferd ausgesehen hat. Ich habe es für eine, was, für eines der riesigen Pferde gehalten, die wir suchen, und mich ihm genähert. Den Anblick werde ich wahrscheinlich niemals vergessen. Apropos Anblick, du bist ein Abenteurer, oder? Du siehst recht kampferprobt aus. Könntest du vielleicht eines dieser riesigen Pferde für uns fangen? Wird gemacht. Du bist unsere Rettung. Die riesigen Pferde sollen im Taubab-Grasland westlich von hier zu finden sein.
Könntest du eins fangen und zu uns bringen, aber bring dich nicht in Gefahr. Riesiger Reisegefährte. Hast du noch irgendwas zu melden? Sei mir gegrüßt, junger Mann. Du scheinst kampferprobt zu sein, aber kannst du auch zu Pferd kämpfen? Ich traue mir das zu. Aber ist dies Selbstvertrauen auch angebracht? Die Jugend überschätzt sich ja gerne mal. Bist du bereit, deine wahren Fähigkeiten unter Beweis zu stellen? Unter Beweis stellen? Kennst du dich mit Bogenschießen zu Pferde aus? Eine Kunst aus den Ländern im Osten. Sehr elegant, wenn man es kann. Es geht darum, beim Reiten mit dem Bogen Ziele zu treffen. Ich habe das Gefühl, dass du bald öfter zu Pferd kämpfen musst. Und da kann es nicht schaden, das ein bisschen zu üben. Ich frage noch einmal. Willst du wissen, wie es um die Fähigkeiten bestellt ist? Wir machen erstmal eins nach dem anderen. Wir holen jetzt erstmal das Riesenpferd oder beziehungsweise gucken mal, wo dieses komische Riesenpferd sein Unwesen treibt. Und ob es überhaupt ein Riesenpferd gibt. Was ist das dort? Das ist ein Moblin im Wald. Ja, das ist ein silberner Moblin, glaube ich, ja. Sind wir auf dem richtigen Dampfer? Ja, wir sind auf westlich von hier, aber ich muss übers Gebirge. Ritterschützenübungslager? Das war vorher nicht da, dieser Schriftzug. Man muss echt in vielen Gebieten erst direkt drüber gegangen sein, also ja, gewesen sein, damit das sich ja aufdeckt. Also damit da dieser Schriftzug. Vorher kam das nicht. Also ihr könnt gerne mal zurückspulen. Ich habe hier vorhin die Karte angeschaut, da war Ritterschützenübungslager noch nicht verzeichnet. Muss man die Karte also auch noch zum 100% aufdecken, indem man wirklich überall selbst zu Fuß gewesen ist. Oder zumindest mal kurz überflogen. In dem Wald würde ich ja auch gerne mal was erforschen, aber... Jawohl. Was gibt's denn da? Ein Moblin-Lager, ein paar Bockblins. Verpassen tun wir da nichts. Rums. Können wir ruhig mal absteigen. Das Fleisch können wir ja mitnehmen. Schadet ja jetzt nicht. Ist ja immerhin Edelwild. Die Viecher, die würde ich doch schon mal gerne verprügeln, oder? Wir nehmen erstmal das Königsschwert, dass wir das erstmal kaputt machen. Weil so langsam brauche ich doch vielleicht Platz für neuere Waffen. So, dass der hier keine Verstärkung ruft. Und dich würde ich vielleicht mit einer großen Waffe gleich umhauen. Wenn ich denn da rankomme. So, wir gucken mal. Na? Können wir vielleicht doch ein bisschen schneller laufen? Dass wir den mit den Königszweihänder... Oh. Haust du ab. Königszweihänder nehmen und den eins überbraten. Ach, Manu. Ja, komm, ruckel erstmal kurz. Also zerstören wir doch die andere Waffe. Die mit Weitwurf. Das Dumme ist, er hat einen Speer. Ja, er hat einen Speer. Halt die Gusch. Mit einer Einhandwaffe schlägt man den leider nicht zurück. Ja, wie ich mir fast gedacht habe. Aber wir können den ja auch betäuben. Na, hallo? Hä? Ah, jetzt zoomt's ran. Okay. Ganz komisch hier. Ach komm, stirb. Ja, prügel mir auch noch eine rein von der Seite. Ich wollte ausweichen, aber... Ach, wozu? Ja, ja, flipp aus. Mag deinen eigenen Kumpel, komm. Halte mal den Kopf still. Doofkopf. Ja, stopp, instant. Ja, prügel mich noch vom Baum, du kleiner Bastard. Stirb. Ah, Rhodonit. Das macht ja nichts hier. Wir sammeln mal ein bisschen was ein. Ansonsten können wir hier mal gucken, ob es hier vielleicht auch... hier taucht bestimmt auch eine Truhe auf. Haben wir das Gras schon fotografiert? Schwertgras haben wir schon, gut. Gibt es ja bestimmt vielleicht noch... Ja, komm. Alte Gusch. Was leuchtet denn da? Ach so, da hat er Pfeile davor geballert. Okay. Hier liegt doch einer. Top. Und noch einer. Komm, schieß nochmal. Aber das geht ja leider nicht mehr. Das haben die ja weggepatcht. Man kann nicht mehr unendlich viele Pfeile einsammeln. Sondern höchstens noch 5 oder 6 Stück. Vielleicht bis maximal 10. Ja, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Komm, schieß noch einen Pfeil. Komm.
Nee, das war's. Mehr kann man leider nicht einsammeln. Mehr geht nicht. Dann schieße ich dich mal von da oben runter hier, von deinem hohen Ross. Nehmen wir noch die 5 Holzpfeilchen mit. Hier sind ja auch noch Viecher drin, oder? Nee, hier ist keiner mehr drin. Okay. Schnappen wir uns einfach die Truhe. Bombenpfeile 5 Stück. Sage ich nicht nein. Ist ja vielleicht noch irgendwo ein Krog? Nee. Seht ihr? Mensch, ich muss doch auch mal auf die Karte gucken. Nicht, dass ich hier irgendwie Krogs verpasse. Ich glaube, ich habe nämlich schon einen verpasst. Und zwar... Achso, den silbernen Bockwind können wir mal noch töten. Ist hier oben auf dem Baum irgendwas? Ja, da oben sind ein paar Eierchen. 2 Eier. Was die mit dem Nischel so zappeln müssen, verstehe ich nicht. Komm, leg dich hin. Wir verlieren aber echt übel wenig. Ich wollte doch schmeißen. Kleiner Bastard. Komm vom Baum vor. Bam, gibt's einen in the face? Okay, das nächste Schwert können wir... Das hat Haltbarkeit. Das würde ich vielleicht nicht gleich kaputt machen. Das hier. Mensch. Gehen wir doch nicht auf die Nüsse. Wieso schlägt sie denn aber auch nicht zurück? Verstehe ich nicht. Stirb. Okay, was haben wir noch? Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein paar Schwertchen verbraten. Die Lanze hier. Hey, ist klar. Hä? Was machst denn du klar, du kleiner Bastard? Ja, machen wir es halt so. Könnt ihr ja wohl gleich so machen, aber nein. Nee, ich bin zu faul zum Ausweichen. Immer noch nicht tot. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Jetzt können wir ruhig das hier nehmen. Mit ein bisschen mehr Angriffskraft hier. Okay, was? Die Route. Hau ab. Weg damit. Hab ich jetzt alles? Ich denke ja. Was ist das? Nee. Ich dachte, hier wäre ein Krog drin. So, jetzt müssen wir mal Ausschau halten. Nach etwaigen Krogs. Hier drüben muss einer... Habe ich die Eier hier oben schon? Nee, habe ich noch nicht. Oder? Nee, habe ich noch nicht. Nehmen wir mit. So, hier muss irgendwo noch ein Krogi sein, hier in der Nähe. Pilzi. Das ist keine Pflanze zum Mitnehmen. Irgendwo hier muss noch ein Krogs. Da oben ist doch eine Blume. Wie konnte ich die übersehen? Reiterschützenübungslager. Ich denke, das wird sich gar nicht als einfach entpuppen hier. Auf dem Pferd mit dem, also zu Pferd Bogenschießen. Bei Ocarina of Time damals ging das ja noch. Oder bei Twilight Princess. Aber hier ist die Steuerung ein wenig schwerer, wie ich finde. Zumindest was die Sache mit dem Gamepad und Analogstick angeht. Na, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Erstmal den Krog. So, hier drüben müsste auch gleich wieder einer sein. Ja, das ist wieder ein Rennrätsel. Bis wohin geht's? Aha. Alles klar, da müsste ich, dazu müsste ich ja erst einmal die ganzen Gegner töten, oder nicht? Das werden nicht wenig sein. Ach du grüne Meine, das ist ja ein ganzes Lager von den Viechern. Komm, haut ab. Schafft man das überhaupt? Exalfros. Was hier nicht alles rumkreucht und fleucht. Wow. Ist ja Feuerwerk. Feuerwerk. Lass uns leben wie ein Feuerwerk. Feuerwerk. Oh, oh. Ja, na easy. Bam, 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 bam. Easy peasy hier. Also Zeit hat man hier mehr als genug. Gott sei Dank. Och, ich habe doch kein Schwert in der Hand. Jetzt. Jassa. Und alle, yep. Boom. Kabusch.
Fischschild. Dieser Schild ist bei Fischern beliebt. Aufgrund des geringen Gewichts ist er auf Booten nicht im Weg und das Fischmotiv soll einen guten Fang begünstigen. Es hat einfach nur 3 Haltbarkeit. 3 Verteidigung, aber mit erhöhter Haltbarkeit. Wäre ich mitnehmen müssen, wenigstens kurz, weil schon alleine ist der ein Foto wert. Da kann ich ja meins erstmal daneben legen. So, nehme mir das mit, mache davon ein Foto und schmeiße das wieder weg. Hä? Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? So, dann schmeißen wir das hier weg. Machen davon ein Foto. Fischschild. Wahnsinn, was es für nicht für alles für Items gibt hier. Habe ich dich schon? Ja, dich habe ich schon, bestimmt. Ja. Sonnenschild haben wir da bestimmt. So, geht das Fass jetzt kaputt? Ne, es geht nicht kaputt. Das war so klar. Geh kaputt. Ist doch gut nur. Mach doch mal einen Headshot. Ach, der dieses Rumgezapple. Ey, ich rech zu schon wieder auf hier. Komm her, Bastard. Er hat ein Königsschwert in der Hand. Oh, jetzt haut er ab. Beziehungsweise fliegt runter. Der kriegt jetzt ein Fass in the face. Bam. So, wo ist denn der? Ja, Exalfos. Die sind doch meist immer schnell oben. Wo ist denn der jetzt? Ingredienzien. Ah, da drüben ist er. Bam. Okay, jetzt nehme ich. Ja, wie viele Fledermäuse denn noch? Ja, ist klar. Kleines Miststück. Stirb. Wenn ich dir das sage, stirb. Übertreib's jetzt aber nicht hier, Freundchen. Hast du irgendwann völlig mich hier anzurotzen? Hey. Okay. Jetzt hammern, jetzt hammern. Ich zeig, wo es lang geht hier. Okay, na, da haben wir das doch hier auch erledigt. Haben diesen Krog, haben das Bockenlager auseinandergenommen. Hier sind ein paar Ingredienzien. Top. Top oder Flop? Gut, dann bleibt nur noch ein Krogi übrig und der ist genau hier. Wenn nicht sogar dieser kleine Punkt das ist, oder? Weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, wir klettern den Rest einfach hoch und dann sind wir auch auf der anderen Seite. Ist doch viel einfacher. Anstatt mit dem Pferd ringsrum zu reiten. Pferd, wer braucht schon ein Pferd? Komm, hoch mit dir. So, wo ist denn jetzt der Krog? Ja, der muss doch... Wo ist denn der? Der muss genau hier sein, wo ich jetzt bin. Oder hab ich den schon? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Wo ist er? Sieht auf jeden Fall sehr idyllisch aus hier, muss ich schon sagen. Ich jetzt noch wüsste, wo der Krog ist. Hallo? Oder ist das wieder ein Krog von wo aus die Startposition anders ist? Hm. Krog? Hallo? Ich guck mal auf die Karte kurz. Statuenpuzzle. Statue ist Puzzle, steht da zumindest als Tipp. Aber ich sehe nirgendwo ein Puzzle. Ach, der ist doch hier, Mensch. Ich gucke hier vollkommen verkehrt hier auf der Karte. Und da sind sogar Rauchzeichen. War ich da schon mal? Ach so, das ist die alte, die hier an dem Schrein ist. Ja, da war ich schon mal. Die Rauchzeichen von der. So, wo ist hier das komische Puzzle? Das ist noch weiter nördlich. Beziehungsweise kartentechnisch südlich, je nachdem wie man es sieht. Irgendwo muss hier ein Puzzle sein. Irgendein Puzzle. Statuenpuzzle. Was soll denn das bedeuten? Verstehe ich zwar auch noch nicht. Wir werden es hoffentlich gleich sehen. Ach ja, komm. Hallo. Da brät mir doch einer in Storch. Brät mir doch einer in Storch.
So, wo ist denn der jetzt hier? Was denn für ein Startwind-Puzzle? Bin ich jetzt schon an der richtigen Position? Nee. Der ist noch... Also ist er doch... Hä? Blick hier nicht ganz durch. Der ist doch aber hier. Oder irre ich mich? Genau hier. Würde ich jetzt fast sagen. Da bin ich schon zu weit. Nee. Sieht von euch jemand den Krog? Ich sehe nichts Krog-mäßiges. Verstehe ich nicht. Der Krog ist einfach weg. Das ist bloß ein Fuchs. Wie soll man hier auch was sehen? Hier die ganze Zeit auf diesen Abhang. Ich verstehe es nicht. Wir gehen nochmal hoch. Aber ich kann mir nicht helfen. Wo soll denn der Krog sein? Statuenpuzzle. Oh, da ist das Stahlpferd wieder. Geil. Kommst du her? Hallo. Hier ist es. Geil. Das Vieh ist schon geil. Schade, dass man es nicht registrieren kann. Rums. Was? Über den Schädel kann man nicht drüber fahren. Das ist ja doof. Komm her. Wow, der hat was Längeres. Och, Mann. Hallo. Zu Pferd kämpfen ist schon nicht ohne. Der wirbelt da mit seiner Keule rum. Würde ich auch können. Okay, absteigen. Komm her jetzt. Ey, riech da mich öff. Kommst du jetzt her? Wo ist denn der jetzt? Oh, ey. Mister. Nervig sind die nicht, ne? Okay, jetzt nehme ich die Lanze noch mit. Nee, kein Platz mehr für die Lanze. Ah, haben wir sonst noch irgendwelche sinnlose Waffen? Ja, ich kann doch die hier nehmen. Noch eine Mob-Lanze. Was ist denn jetzt? Hab ich wohl getroffen oder was? Bam. So. Fotografiert habe ich das nämlich, glaube ich, schon mal. Das heißt, ja, Stahlpferd oder Stahlpferd. Je nachdem, wie man das hier ausspricht. So, stehen geblieben waren wir aber bei diesem komischen Krog. Wie gesagt, registrieren kann man es leider nicht. Das braucht man gar nicht zu probieren. Das ist ein... Ja, ein Pferd, was man sowieso nur bei Nacht nutzen kann. Kann das über die ganzen Berge reiten? Kann das mein normales Pferd auch? Ach nee, gut, hier reitet es nicht runter. Wo ist dieser verdammte Krog? Jetzt will ich es aber wissen. So, wir sind an diesem Zipfel. Und der ist genau hier. Angeblich. So, jetzt wollen wir da mal hingucken. Ah, das kann sein, dass der... Da ist wieder Farotra. Ist das der? Ja, das ist der, WTF. Statuenpuzzle. Das ist der. Der ist aber ein bisschen weiter unten also auf der Karte ist der komplett anders eingezeichnet. Hier, das ist ziemlich weit unten. Und laut der meiner interaktiven Karte ist der aber hier. Hier oben. Okay, naja, da haben die das Symbol halt falsch gesetzt. Hier müssen wir nur einen Apfel darbieten, da war's das schon. Hier fliegen Pfeile an mir vorbei. Ihr kleinen Bastarde. Ja, komm, schieß ein paar Pfeile. Los. Hey, den konnte ich jetzt aber nicht einsammeln. Den auch nicht. Doch. Hier sind sie doch. Danke. Noch ein? Ne, das war's. Du Nervensäge, Mensch, jetzt hau ab. Nimm das. Ach, nee. So. Ein Apfel darbieten. Und dann haben wir's doch schon.
Okay, der Grog ist in der Tasche. Jetzt gucken wir mal schnell noch den nach diesen komischen Hottehü. Was wie Musik? Oh. Ach, Jägerbande. Stirb einfach. Okay, ich laufe jetzt einfach hier hoch. Das denke ich mal einfach der schnellste Weg. Anstatt mit dem Hottehü hier ringsrum zu reiten. Ich wollte das Pferd eigentlich noch in dieser Folge hier begutachten, wenn es hier angeblich so ein Riesenpferd geben soll. Ich will euch das ja nicht vorenthalten, ihr sollt es ja auch sehen. Auch wenn das viele von euch vielleicht schon gesehen haben. Ja, ich habe auch schon Bilder gesehen, das sieht ähnlich aus wie Ganondorf sein Pferd. Nur ich wusste halt nicht, wo es ist. Da hinten der Drache, von denen brauche ich auch noch ein paar Hörner, Schuppen und Zähne. Je nachdem, was es alles für Materialien von den Drachen gibt oder Klauen. Je nachdem, wo man ihn trifft. So, das ist doch dieses Land, oder? Ne, hier sehe ich noch keinen groß, übermächtig. Ach nee, hier war es ja. Taubab Grof, Hochland. Da muss man noch ein Stück laufen. Das ist dann in diesem Tal da unten, hinter diesen Bergen. Oder? Ja, ich laufe auf jeden Fall richtig. Ah, da ist es. Ah, da ist sogar der Leune, den ich auch schon mal fertig gemacht habe. Der ist bloß wieder da, weil immer zwischenzeitlich Blutmund war. Wo ich eine Nacht vorgespult habe. Übrigens geht das doch mit dem Vorspulen. Ist doch Blutmond, also kommt dann doch noch einmal Blutmond. So, da unten muss es doch dann sein. Schönes Gebiet hier, muss man schon sagen. Schöne Nadelbäumchen. Da oben ist Vanaboris, der Titan. Riesen Canyon hier. Okay, das ist doch dieses Land. Ja, komm, hau ab. Da unten ist es. Ja, ich habe einen Pfeil verpasst, ich weiß. Hier muss es sein. Das ist doch dieses komische Land. Taubab, oder? Taubab-Grasland. Ja, noch ein Stückchen hin. Weiß. Achso, die Waffe ist zu schwach. Hier, nie ist klar. Dann laufen wir halt nochmal hin. Ist das nervsch. So. Seht ihr schon eine Pferd? Nee, da unten sind ein paar Wölfe, ja. Das ist, oder Kojoten. Aber Pferde sehe ich noch nicht. In diesem Taubab-Hochland. Vor allem muss ich das bis dahinter dann reiten, oder was? Alter, hier sind null Pferde. Hallo? Gibt's hier überhaupt Pferde? Doch, da unten. Ein Hottehü. Ein Hottehü. Ich sehe ein Hottehü. Und es ist wirklich... Eins ist doch etwas größer, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre, wir landen einmal hier. Ist aber ein Riesenland mit Riesenbäumen. Obwohl es nur ein kleines Tal ist. Das sieht aber so riesig aus. Nein, Fotomodul. Pferd. Habe ich also noch nicht fotografiert, ein Pferd. Und das? Das eine sieht echt größer aus. Sieht auch aus wie Ganondorf sein Pferd, zumindest so farblich. Oder täuscht mich das? Nee, nee. Das eine Vieh ist größer. Och, ja, doch. Wie oft willst du noch runterrutschen? Riesenpferd. Tatsache. Was? Was? Irgendwas habe ich gerade nicht fotografiert. Selfie? Nein, Selfie. Moblanze fehlt mir noch. WTF. Alles klar. Da haben wir doch das Riesenpferd. Herrlich. Es ist ja wirklich fast doppelt so groß wie ein normales. Guckt euch das Riesenvieh an. Boah, ein prachtvolles Stück. Ja, und wie ich dieses Riesenpferd gleich zähmen werde,
Das seht ihr dann in einer weiteren Folge mit der Unimoli von Barogos. Ich will nicht, nee, oder? Ach komm, ich probier's. Wir hauen jetzt einfach mal ein paar Pilze in die Pfanne. Dubiose Matsche, scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für zart beseitete. Kritisch gekocht wird, wird das Essen definitiv kritisch. Ich seh dich. Gibt's ein paar Wochen mit, mein Guter. Oh, ist das schnell. Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Wartet mal, da oben ist ein kleines Windrädchen auf dem Kopf dieses IAs. Ah, ich muss hundertprozentig diesen Stein da in diesen Steinkreis reinschmeißen, ja. Nein, das ist doch nicht des Rätsels Lösung. Doch easy. Jawohl. Was sagt's denn? Stil ist das Ende von Besen. Komm, Oma oder Opa, was auch immer du dahinter bist. Aber 150 Rubine. Ja, siehst du dich noch? So war das jetzt nicht geplant. Nee, ich kauf dir nichts ab. Kann er vergessen? Nein, brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Ah ja, du willst dich hier verstecken, ja? Du willst mich hier zum Narren halten? Bockstock. Hab ich Bock auf den Stock? Ja, das ist mein Pferd, das mich hier tritt, weil es Angst vor Fledermäusen hat. Sag mal, du blöder Gaul. Oh, das kriegt mich einfach weg. Sie mag mich. Eichelartiges Geschick, alter Mensch. Ja, genau das war der Plan und es klappt sogar. Seht euch nur mein Werk an. Ich habe Feuer gemacht. Oh, schön. Jetzt machen wir ein paar Steaks hier. Herrlich. Oh. Danke, Zelda. Danke. Game over und verabschiede ich mich mit einem donnernden Applaus. Und wir sehen uns in einer weiteren mit Holy Moly von Barogos.